Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die an Tag 20, 13.41 Uhr. Ich habe mich berappelt, ich habe hier soweit alles erledigt. Ich bin mir ein bisschen unsicher, was wir in der letzten Folge alles gemacht haben, aber bei mir sieht es ganz gut aus. Ich habe jetzt die AK, die Pistol. Clear Area haben wir eine Quest. Und wir haben gelernt, beim Moped immer hinfahren. Dann ist der Rückweg nicht so lang. Und es geht in irgendeine Klinik. Wir werden verarztet. Wo ist denn der Eingang? Ich lasse das Moped mal hier auf der Gas stehen. So. Und wir gucken mal, wo es hier reingeht in die Hütte. Direkt mal die Taschen voll gemacht mit irgendwelchen... Oh, ein Rezept für... Rüstung. Bevor ich das nachher vergesse und den Krankenwagen nicht loote. Ich würde gerne mal wissen, warum die... Habe ich jetzt einen Splint gerade, Tabletten und eine Bandage? Okay. Na, auf zum fröhlichen Beinebrechen. Ah ja. Ich gehe davon aus, dass es hier über das Fenster reingeht. Muss man sich auch mal überlegen, wie sich 7 Days entwickelt hat, ne? Dass man jetzt mittlerweile immer einen gültigen Weg sozusagen hat. Durch die Hütte. Das unterscheidet sich ja auch stark von den Versionen, die man von früher kennt, ne? Da bist du ja eigentlich... Hast du dich durch irgendeine Tür... Hallo! Tür geschlagen, ich will doch gerade mal erklären. Oh ja. Miner 69er. Das lernen wir wegen XP. Locked. Ach, da oben rüber. I see. Ist hier jemand auch in der Decke drin? Könnte da oben, ne? Ja, hat sich echt gut entwickelt, was das Quest-System auf jeden Fall angeht, finde ich. Okay. Locked, docked, unlocked. Na, das sieht aber so aus, als würde jemand durch die Decken brechen, oder? Nee. Die Ärztin sitzt noch in der Ecke. Ih, was mit dem Hand passiert? Das mit der Hand sah aber nicht gesund aus. Guten Tag. Wollt sie nicht stören, bleiben Sie ruhig sitzen. Warum ist der Knüppel auf einmal so stark? Habe ich da irgendwas gepimpt? Ah, ich glaube, ich hatte ja noch ein... Genau, wir hatten jetzt 4 Add-ons drin, richtig. Ich erinnere mich. Hier in Regie wirft auch gerade ein, dass man auch mit den Schlüsselbrettern aus den Gebäuden rauskommt, ne? Ist ja auch so ein Ding. Ah, hier. Das finde ich krass mit dem Seil. Man sich irgendwo hochziehen kann. Okay, das geht. Ich dachte, da könnte man aufmachen. Gehen wir auf Toilette. Also noch mehr wach geworden. Kommen die jetzt her? Ganz schön Krach für eine. Ja. Ich dachte, da wäre eine Anzeige. Ja, bis jetzt recht unaufregend hier drin. Das lockt.
Was haben wir denn jetzt hier alles? Eine Kappe. Beacht wird gescrappt. Wird gescrappt. Locked. Okay. Was ist denn da passiert? Oh, das kann ich nicht sehen. Was ist denn dahinter? Da. Da ist noch der Kopf. Durch die Wand gedrückt. Tut mir leid. Ich höre doch hier einen Kühlschrank rauschen. Ist das Terrarium was so? Interessant. Schlängelt sich hier ein Schlängchen. Ah, da ist der Kühlschrank. Da ist nochmal so ein finaler Schrei dabei, gell? So ein... Also der Loot ist ziemlich mau hier drin, ne? Also hier so Pillow-Bandagen, ein Knüppel, eine Suppe. Ja, die können wir eigentlich aufheben. Das machen wir mal. Sitzt doch da, wieso hören die mich nicht? Ich bin ja selbst auf dem Brett draufgetreten und er da hinten auch nicht. Hä? Okay. Hat irgendwie überhaupt keinen Bullet Drop. Beziehungsweise Arrow Drop, müssen wir es ja nennen. Und ich habe irgendwie die River Supplies übersehen, kann das sein? Kurz. Ah, da oben. Oh, da ist ein Radiated. Da war eine. Ah, Hauptblutraum. Und hier kann man anscheinend aufmachen. Das machen wir aber später. Den nehmen wir natürlich wieder mit. So, wahrscheinlich müssen wir da sogar aufmachen, um hier rauszukommen, gehe ich mal davon aus. Locked. Locked. Okay, wir müssen hier aufmachen. Wenn hier nicht nochmal was passiert. Oh ja. War's das schon? Okay. Kurz aufregend, aber es ging. Jo. Ah, das war doch die... Genau, Reduce Fall Damage, das ist gut. Die haben wir, glaube ich... Oh, Military Gloves. Ja, wir nehmen einfach mal alles mit. Oh. So. Ah, fast die Kiste zerschlagen.
Shotgun, Automatik. Jetzt wird es langsam knapp im Inventar. Scrap, Scrap. Geht noch. Einmal Steroide für den Papa. Pet und die nehmen wir mit. Die haben wir leer gemacht. So, jetzt gucken wir hinter nochmal. Ja, wer hätte gedacht, im Krankenhaus Medizin finden, natürlich. Okay, das haben wir alles. Da ist noch Medizin. Sag mal, wo sind wir denn hier? 35 von 75 sind wir hier. Okay. Jetzt waren wir hier schon. Ist das der... Ah ja, das ist der Gang. Da sind wir auf jeden Fall von einer anderen Richtung entlang gegangen. Oh, eine 6er Pistole. Okay, die ist um 1 schlechter. So. So, 16 und 20, das kriegen wir noch einen hin, oder? Das kriegen wir doch hin. So, ich gebe jetzt nicht ab, also ich gehe jetzt direkt zum Händler. Also ich wollte mein Zeug nach Hause bringen, ihr wisst schon, ne? So. Guten Tag. Howdy. Jetzt haben wir ein Problem. Warte mal, ich muss jetzt erstmal Sachen loswerden. Das kann ich loswerden, das kann ich loswerden, das und das. Und dann müsste es eigentlich reichen. You've made my day, and here is your payment. Ich nehme die hier. Wir machen gleich einen Deal. So, jetzt lass uns handeln. Also. Ratchet 3, okay, cool. Steel Armor Parts. Bin ich mir nur noch unsicher, hebe ich mal auf. Spike können wir mit Sicherheit verkaufen. Was können wir noch verkaufen? Die 6er Pistole können wir verkaufen. Die Military Gloves verkaufe ich dir auch. Ja, passt. Achso. 1,4 Kilometer. Hier. Lass uns bowlen gehen. Ach nee, jetzt regnet's wieder. Was ist denn mit dem Regen in der Alpha 21? Gefühlt regnet's die ganze Zeit. Ich würde sagen, ich lade kurz aus. Wir sehen uns gleich wieder. So, wir gehen bowlen in Ball Strike Bowling. Gehen wir bowlen. Aber erstmal knacke ich den hier den Automaten auf. Gucken, ob wir den aufkriegen. Hm? Fast. Na. You've broken a lockpick. Ich glaube, wenn du mit Dietrich so einen Automaten aufkriegst, bist du aber auch gut unterwegs. Oh, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch nicht. Na. $820. Nochmal? Komm, wie viele Lockpicks haben wir noch? Viel können es nicht mehr sein, oder? 5. 4. Hm, 3. Ging noch. $1,300. Wow. Wow, wow, wow. So, wir gehen bowlen. Ich würde sagen, die Decken sind hoch, das ist schon mal nicht gut. Da ist der Hauptdudraum.
Okay, interessant. Das heißt, wir müssen uns komplett durch das Ding hier arbeiten. Ja, das ist der Weg. Aber wir müssten hier wahrscheinlich... Ja, wollte gerade sagen. Guten Tag. Nicht auf den Gängen rennen, bitte. Ja gut, normalerweise hätte sie jetzt C4 mitgenommen und hätte die Wand da weggesprengt oder dich einfach durchgehackt, ne? Ja, das ist die andere Richtung von dem Weg. Wer ist hier hinter mir? Jetzt die Frage, von wo er kommt, da ist er. So, ich glaube, der ist hinter mir die Treppe hochgekommen. Ne? Kann ich mir fast nicht anders vorstellen. Oder ich vor der Tür rein, das kann natürlich auch sein. Ich mag die Treppen hier nicht. Hallo? War da ein Tresor? Habe ich einen Tresor gesehen? Oh Gott, ich habe Kohle übersehen. Da. Könnte sein, dass das nicht mehr reicht, weil wir ja, glaube ich, wir müssten noch zwei haben, weil wir an diesem Tresor da... Ach, lass mir doch die Ruhe. Was habe ich gesagt? Ich hätte es wahrscheinlich nicht beschreien dürfen. Irgendwo läuft hier was. Sowas. Aber auch alles zu, ne, in der Küche. Was? Also, alles gefüllt, meine ich. Da ist offen, da ist zu. Ah, da. Steh wieder auf? Nein. Diese Schränke finde ich echt cool. Ich meine, die werden zwar von den Zombies direkt wieder aufgedengelt, aber... Oh. Alle Neune. Das hört sich aber nicht gut an da oben. Das hört sich fast an wie eine Horde. Nix hier drin. Interessant. Das sind auf jeden Fall mehrere. Wo sind die denn hier so auf Aggro? Bis sie da durch sind, dauert ja auch einen Moment, ne? Komm, steck deinen Kopf durch. Auf die Finger vielleicht. Oh. Das war doch eine Wanderhorde, die von außen vorbeikam, oder? Das kann doch nicht sein, dass das hier... Was ist denn hier los?
Eine Vierer Steel Pickaxe. Nehme ich. Ja, Sommer Schlussverkauf, genau. Okay. Ist das hier so gedacht? Kann das sein? Ja. Kann sein. Parcours. Die Werkung sieht doch noch ganz gut aus, bis auf dass sie nicht gefüllt ist. Da ist zu, hier ist offen. Oh. Du kommst ja mit. Warum kommst du mit? Okay. Das ist echt schade, dass die manchmal so komplett durch die Wand glitschen, ne? Oder durch eine Tür in dem Fall. Oh, muss ich jetzt hier hoch? Ist das der Weg? Ich glaube ja, ne? Naja, das ist das. So, warte mal, ich hab's ja gefunden, also esse ich's. Oh, Helmlicht können wir selber machen. Ja. Hängen geblieben. Da sind die. Da ist die Tasche. Ah, da wacht jemand auf. Ich glaube, wenn du hier in dem Gang mit der Waffe abfeuerst, da fliegen dir auch mal sowas die Ohren weg. Also, wenn du hier in so einem schmalen Gang wirklich eine Pistole abfeuern würdest. Da wird erstmal der Kopf klingeln. Okay. Okay. Ich komme durch. So, das müsste doch sein, oder? Nein. Mechanikerraum. Ah ja. Warte mal, muss ich irgendwo das Gas ausmachen? Um da unten reinzukommen? Da ist ein Seil. Da geht's in die Richtung weiter. Also müssen wir das Ding finden. Ah. Na, das war ja kompliziert. Hat ihn in der Bowlingkugel liegen lassen. Lass mich durch. Okay. Ich habe jetzt im Hauptlootraum, kann das sein? Ich lade mal hier lieber nach. Okay. Okay. Okay, nehmen wir erst die hier. Ey, wir sind auf der Bowlingbahn. Wie cool. Das ist aber der Hauptlootraum. Oh fuck. Oh je. Beruhigen. Irgendwas an Medizin dabei?
ein Bier. Jetzt geht's mir besser. Ich warte hier ab. Alter Vater, was eine Aufregung hier. Noch jemand, der auf mich wartet? Nein, 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 hier sind sie rausgekommen. Cool. Die Bowlingbahn gefällt mir, oder? Die ist echt gut. Okay. Wir hatten Dietriche gefunden. Und es langt. Na, das ist ja mal... Das Glück ist mit mir, würde ich mal sagen. Okay. Oh. Als hätte ich es gebraucht. Alles, was wir brauchen, kriegen wir hier. Habe ich nicht. Na, so. Wow, was ein Laden, ey. Und noch eine Shotgun-Messiah-Kiste. Yay! Na, das ist ja mal... Boah, krass, was hier so drin steckt, oder? Heftig. Warte mal. Der macht doch nicht das Wirkgeräusch, wenn du Vitamine genommen hast, ne? Normal fängt er an zu wirken, wenn du anfängst, hier das Zeug zu... So, das müsste auf jeden Fall reichen. Und nochmal Medizin. Von der ich die Hälfte vergessen habe. Ja, Blutbeutel sind Quatsch, oder? Nutzt man heutzutage noch Blutbeutel? Das hat man eigentlich noch nie gut... Ich weiß nicht. Ich nehme mal einen mit. Früher kann man so noch essen. Früher kann man Vitamine noch essen als... Oh, vielleicht sind ein paar Schuhe dabei. Oh, oder auch nicht. Als Nahrungsersatz. 100 Stein und Sand. Das schleppe ich hier alles mit. Was ein Non. Sind wir durch? Find the river supplies. Da oben. Achso, wir sollten vielleicht mal Platz schaffen. Schade. So. Die Tasche über den Köpfen. So. Irgendjemand läuft hier gerade rum. Return to Trader. Wie geht's denn hier auf? Da geht's auf. Sodele. Kurz vor Sonnenuntergang. Schaffen wir das noch? Wann macht er zu? 21.56 Uhr oder sowas macht er zu. Die neuen Händler sind wirklich schön designt, muss man wirklich gestehen, ja. Richtig nice. Ich rede mit dir. Many thanks. You've proved to be very. Boah, das lohnt sich ja richtig. Das ist ja richtig gut. Krass.
Eine Dreier-Tactical Rifle. Das ist richtig nice. Steel Spear Parts werden wir ganz sicher nicht verwenden. Mach ich, Joel. Schön, mit dir Geschäfte gemacht zu haben. So, da sind wir auch am Ende einer Folge, Folge Nummer 40 der Alpha 21 Experimental. So hat mal diese Reihe begonnen vor 40 Folgen. Wir fahren dem Sonnenuntergang entgegen. Und ich verabschiede mich. Ich verabschiede mich aus dieser Reihe 7 Days to Die Alpha 21. Es war mir ein Fest, mit euch die Alpha 21 zu starten. Ihr habt es ja mitbekommen, auf meinem Kanal läuft derzeit die Präpokalypse. Ein schönes Alpha 21 Modpack. Und, ach, ist das schön, oder? Goodbye. Schön, ein Sonnenuntergang zum Ende. Wir haben 40 Folgen in der Alpha 21 gemacht. Ich habe schon angekündigt in der Präpokalypse, in dem Let's Play, dass ich es nicht schaffe, beide Let's Plays parallel laufen zu lassen. Und laut einstimmiger Meinung, auch aus den Livestreams, habe ich mal ein bisschen rumgefragt, haben die Leute gesagt, nee, wenn dann dieses Modpack suchen. Suchen, ja. Wir suchen das Modpack. Wir werden das Modpack weiterspielen. Wir werden hier jetzt aufhören mit der 21 in Vanilla. Mir hat Vanilla noch nie so wirklich Spaß gemacht, weil ich finde immer, die Modpacks bringen doch einige Sachen mit rein, die besser sind. Und ich habe ja nur darauf gewartet, dass die ersten Modpacks kommen. Jetzt kam die Präpokalypse. Dort sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Das waren 40 Folgen von der Experimental bis zur finalen Version. Und ich freue mich auf die nächste Runde, beziehungsweise weitere Runden in weiteren Modpacks. Bis dahin. Dankeschön fürs Dabeisein. Tschüss.